Hallöchen Leute und herzlich willkommen wieder zurück bei Assassin's Creed Unity Part 28. Und jetzt geht's weiter mit den Kaffeemissionen. Ich halte jetzt aber die Klappe. Führen etwas im Schilde. Dank Colette wissen wir, dass sie den Sancy-Diamanten aus der königlichen Schatzkammer erbeutet haben. Wir glauben, dass ihr Anführer, ein gewisser Renard, ihn verkaufen will, um einen Angriff zu finanzieren. Dazu darf es nicht kommen. Einer unserer Agenten ist vor Ort, um das Stück mit gefälschten Livres zu kaufen. Geht nach Bièvre und stellt sicher, dass alles glatt läuft. Von mir aus, das wollen wir doch gerne machen. Auf jeden Fall ist das, man hörte schon, ist es wieder nachsynchronisiert. Ich habe es ja schon im letzten Part gesagt. Und zwar, wir sollen jetzt erstmal mit dem Kontakt sprechen, der irgendwie irgendwas kaufen will. Ich habe jetzt gerade nicht so ganz zugehört. Und wir den irgendwie unterstützen nicht. Ja, scheiß doch drauf, ey. Wir machen das schon irgendwie. Denke ich. Hoffe ich. Ich habe keine Zeit für ein teuflischer Trick, ey. Mach doch selber einen Trick mit dir, ey. Ich kann auch einen teuflischen Trick, muss ich dazu sagen. Ich kann dich verschwinden lassen. Aber von der Bildfläche. So. 260 Meter ungefähr war es gerade noch. Jetzt noch 254. Welch? Ja, Pech. Er rennt weg? Ja, lauf doch hinterher. Ich würde auch, wenn mich einer beklaut, würde ich sofort. Ich würde stehen bleiben und Dieb rufen, anstatt den hinterher zu laufen und den umzuklatschen, ey. Ganz ehrlich. Man kann doch nebenbei auch noch schreien, ey. Wie doof sind die denn, ey? Ganz ehrlich jetzt mal. Aber egal. Muss nicht logisch unbedingt immer sein. Beziehungsweise realistisch. Ich weiß nicht, was ich hier drin wollte oder was Arno da drin in den Schuppen oder überdachten Eckchen da wollte, aber müssen wir ja nicht unbedingt alles immer wissen. Hallo. Scheiße, ich lache über jeden Scheiße. Aber egal. So. Ich nehme natürlich immer meistens die umständlichsten Wege, die es so gibt in diesem Spiel. Wieder diese schöne, liebliche Musik. Oh, ich dachte schon, der Catch. Er ist Kopf voran auf dem Boden, ey. Hat er sich aber zum Depp gemacht, ey. Hat er die Stühle umgekickt, der läuft da über die. Was für Aha, hallo. Was ist passiert? Renard hat Lunte gerochen. Seine Leute sind mit dem Diamanten verschwunden. Ihr müsst ihn wiederholen. Wir haben jemanden, um ihn außer Landes zu schmuggeln. Aber ihr habt nur eine Stunde Zeit. Schnell. Ach, von mir aus. Pantheon. Ah, laufen wir einfach durch die Häuser hier durch und yay! Querfeldein laufen wir. Ja. Gibt's ja nicht, ey. Arno, du bist doof. So, seht ihr, da krieg ich ja jetzt schon wieder mehr in Kaffee an Geld in meine Büchse da. Und jetzt sollen wir den Agenten bestehlen. Unbemerkt, das könnte interessant werden. Weil ich ja nicht unbedingt der Greift die doch an, jawohl. Was schneidest du? Meine freche Zunge raus? Oh nein. Oh nein. Und tot. Shit. Ihr habt natürlich wieder gemerkt, da habe ich einen kleinen Schnitt gemacht. Ich habe das natürlich gesehen, aber ich wollte nicht die Spannung nehmen. Auf jeden Fall sind wir mal wieder abgekratzt. Ich bin sehr gut in diesem Spiel. Ich bin immer wieder über mich
verblüfft, wie toll ich doch so manche Situationen nicht meister. Lassen wir es einfach mal so stehen, würde ich mal behaupten. Schleichen wir uns schön an, den Grobian, da haben wir schön mal von hinten fertig gemacht. Den haben wir fertig gemacht. Den haben wir fertig gemacht. Ich habe bisher nur ein paar hundert Narren getötet, du Narr! Nicht auf! Nur ein paar hundert? Ich habe schon mehr getötet. Bum, 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 bum. Reflexschuss ist schon geil. Muss ich mal echt sagen. Schön erstmal plündern alles hier. Wir haben ja jetzt Zeit. Also, alles in Ruhe. Die sind tot, die können sich nicht mehr wehren. So. Auf einmal geben die Phantomklingel. Habe ich eigentlich nur so, um ehrlich zu sein, Phantomklingen habe ich kaum genutzt, bis gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ja, lieber Tee. Ich gebe dir gleich lieber Tee, ey. Dann trink doch Tee, ey. So, und jetzt bestehen wir den, den wir bestehen sollten. Und zum Schmuggler. Sollen wir jetzt gehen? Ich bin mal gespannt, warum, aber ich dürfte ja eigentlich gleich schnell erklären. Der ist ja knapp 90 Meter entfernt. Dürfte kein Problem sein. Ja, uff, oh, ich habe schon gedacht, den schafft dann nicht den Sprung. Ja, achso, Sperrgebiet, oder was? Kann ja lustig werden. Da ist er. Was jetzt? Achso, wir sollen mit denen sprechen. Aha. Warum ist er denn so gut bewacht, wenn wir nur mit denen sprechen sollen? Wen juckt's? So. Am besten einfach jetzt runter, runter, runter. Hallo. Habt ihr ihn? Ja, hier. Gute Arbeit. Keine Sorge, der Stein wird noch vor Monatsende sicher in Russland ankommen. Merci, mon ami. Wie geil, ey. Das ist ein kleiner Tipp für euch. Nehmt einfach den Weg, der hat jetzt super geklappt. Der hat mal super geklappt. Einmal könnt ihr meinem Weg mal vertrauen, ansonsten solltet ihr das nie tun. So, die Mission hätten wir geschafft. Die Kette der Königin. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es mit der letzten Mission ja, Kaffeetheater weitergeht. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt Renard, der Fuchs. Leider ahnt die Anführerin Renard schon, dass wir hinter ihm her sind. Er ist irgendwo in der Stadt untergetaucht. Ihr müsst ihn herauslocken. Unser Kontakt wartet in Les Invalides auf euch. Viel Glück. Okay. Wir sollen jetzt mit dem Kontakt sprechen. Natürlich erstmal alles markieren. So, Schnellreise. Das habe ich natürlich. Habe ich natürlich rausgeschnitten. Ich bin ja ein Fuchs, ja. Ich bin ein Fuchs. Natürlich rausgeschnitten. Da macht man natürlich die Karte sofort an, in der Luft. Was habe ich mir denn jetzt einmal gemacht? Ich habe eigentlich so einen großen Bildschirm, ey. Aber ich denke, das war ein Aussichtspunkt. Ja, ist ein Aussichtspunkt.
Warum auch immer ich das gemacht habe, den zu markieren, aber sei es drum. Jetzt laufen wir so langsam schön hierher. Lala, hallo. Du kannst jetzt durch den Hals atmen, wenn du willst, Junge. Also mir schön das trinken, wenn ich meine Flasche finde. Sehr professionell, sage ich nur. So macht man das. So. So nicht anders. Ist da jetzt noch nichts passiert? Natürlich hätte ich das jetzt hier schnell vorlaufen lassen können, aber nein. Hallo. Hast du Bauchschmerzen? Ne, Magentabletten, dann hast du keine Bauchschmerzen mehr. Ach, wie doof bin ich denn gewesen, ey? Das ist ja so einfach. Oh, geschafft. So. Was habe ich gekriegt? Habe ich jetzt nicht gesehen. Die Grafik ist Hammer. Natürlich. Also ich habe in der Zeit, wo ich gespielt habe, habe ich also eigentlich wenn überhaupt einen Bug da jetzt festgestellt, aber ansonsten habe ich keinen Bug ins Spiel gehabt. Also ich weiß nicht, zumindest kann ich mir an keinen großartigen erinnern. Wenn ihr welche wisst oder welche habt, dann könnt ihr die ruhig ja mir in den Kommentar schreiben oder sogar vielleicht ja, Video schicken ist eher schlecht, aber ich könnte ja vielleicht mal, ich weiß nicht, auf jeden Fall wollte ich ja schon mal danach gucken, wie es bei anderen aussieht mit den Bugs. Ich habe nämlich keinen einzigen gehabt, wie zum Beispiel wenn Personen so im Boden schweben oder so, oder ich unter der Erde laufe, irgendwie sowas. Habe ich schon mal gehört, dass es sowas, solche Bugs gibt oder so. Also ich habe bis jetzt aber, bin ich ehrlich, ich habe noch keinen großartigen gehabt. Das heißt, meine Mission nicht direkt gestartet ist. Ansonsten habe ich alles gehabt. Alles ganz normal, denke ich. So, den Aussichtspunkt halten wir. Jetzt kommen wir uns auf den Weg zu. Wir sollen mit denen sprechen. Ich weiß zwar nicht, was ich da so großartig gucke, aber. Ja. Oh! Ey, wie geil war das denn? Erstmal unter der Kette durchgeslidet. Du bist geil drauf, Arno. Du bist der Man. Du bist der Man. So. Meter sind es noch. Jetzt haben wir mit den komischen Vogel gesprochen. Gut, ihr seid hier. Ich weiß, wie wir Renard ködern können. Ich gab vor, eine gewisse Diamantenkette verkaufen zu wollen. Renard würde sie zu gern als Versammlungssymbol für seine Truppen nutzen. Es gibt nur ein Problem. Ja? Ich habe keine Diamantenkette. Da kann ich doch bestimmt weiterhelfen. Ja, denke ich auch. Helf mal weiter. Das ist das Ding zu tun. Denke ich. Oh, elegant, ey. Einer ist da. Zwei, drei sind genügend, würde ich mal behaupten. Komm raus, damit ich dich sehen kann, Hurensohn. Wie bitte? Was ist...
Was hast du gesagt? Ohne Scheiße, was hast du gesagt? Was hast du? Hast mich jetzt wirklich so genannt? Wie ich denke, du mich genannt hast? Das ist ziemlich fies, bösartig, ungemein. Das ist unmöglich. Du, dafür musst du jetzt sterben. Habe ich dir gesagt? Sowas macht man nicht mit mir. Ich bin normal ein friedliebender Mensch, aber sowas ist... Nee. Oh! Da hatte ich ja gerade gesagt, ja, ich hätte keinen Bug festgestellt, aber ein schöner. Hallo! Komm mal um die Ecke, ich zeig dir mal was Schönes. Oh, toll. Schon tot, was ist das für ein Scheiß? Was markiere ich mir denn da jetzt? Ach so, er ist rausgegangen. Okay. Warum so eilig? Boah, ich dachte schon, ey. Einen Moment, Bürger. Ach, gib dir doch selber einen Moment, ey. So, da hinten läuft er. Oh. Das war sehr clever. Muss der so kommen? Das musste ja so kommen. Ich schäme mich jetzt schon dafür. Das ist ja unmöglich, ey. Wie oft ich hier in diesem Spiel gestorben bin, ey. Aber egal. Hallo. Ich will von euch nichts. Lasst mich lieber in Ruhe. Ja, zerquetsch mich doch. Stehen bleiben, Bürger! Ja, wo bist du denn? Es ist die letzte Warnung, Spinner! Jetzt reicht's aber hier. Jetzt reicht's. Geh nach unten, ey. Ich weiß nicht, was du dir so erdreistest da, aber. Ist ja unglaublich. Das ist keine Manier, ne? Man schießt nicht einfach mit seiner Büchse da rum, ey. Ich glaub's ja wohl. Den Priester haben wir aufgespürt, und der läuft jetzt los. Und ich lauf nach unten. Weil er eh aus diesem Gebiet rauskommt, wie doof der auch ist, ey. Wenn ich in seiner Stelle wäre, ich die ganze Zeit da drin geblieben. Du da! Stehen bleiben! Ich bin da stehen geblieben. Da bist du ja! Ich weiß, da bin ich, ja. Komm zurück! Der Priester ist tot! Hoppala! Stirb wie der Trottel, der du bist. Achso. So, was hat man auch noch nicht zu mir gesagt, aber. Man lernt nie aus, wa? Ach ja. Geht doch einfach weg. Ja, eliminieren, jawohl. Eliminiert. So gehört sich das. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Ach doch, der da. Der schießt seinen eigenen Mann ab. Boah, ich bin fast tot, ey. Immer. Mach dich nieder! Kommst
Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist denn das Vögelchen? Ja, wo ist das Vögelchen? Die sind manchmal so doof, ey. Aber ich soll es nicht stören. Und jetzt, genau, jetzt bleibst du einfach bei deinem komischen Priesterfreund, oder was? Ist ja unglaublich. Ich glaub's ja nicht. Geh doch einfach weg, oder so. Geh den Kaffee holen. Oder was ihr da damals getrunken habt. Ich denke, ne, damals war Kaffee teuer. Geh Blümchen sammeln, oder so. Was macht der da? Und tschüss. Da kam das Vögelchen. Scheiße. Ja. Was eine Scheiße. Was eine Scheiße. Ja, gibt's ja nicht. Oh. Du hast mich auch gesehen, oder was? Das kann nicht sein. Ich war direkt hinter dir. Ja, ja. Du brauchst vielleicht eine Brille oder so. Denke ich. Pass mal auf, da kommt von oben das Vögelchen. Das hat ja bis jetzt alles sehr gut geklappt. Also bis jetzt, sage ich. Und der eine Vogel geht da nicht weg. Warum? Warum gehst du da nicht weg? Was willst du denn verhindern? Der Meister ist tot, du Vogel, ey. Ich weiß nicht, warum ich mich geeilt habe, aber ich denke, ich will mich jetzt runterfallen lassen. Komm, du kannst doch bestimmt ein Attentat machen, ey. Warum nicht? Dann sag ich, warum kann der kein Attentat machen? Nicht Berserker klingen, bist du doof? Hey! Das war jetzt eigentlich ziemlich dumm, aber... Quelle violence! Haha! Ich hätte ihn einfach so erschießen können mit einer normalen Klinge. Oh, der ist einfach verschwunden, der Priester. Und der Hund guckt sich das einfach an. Was sollen wir denn jetzt machen? 70 Meter, okay. Mit dem Kontakt sprechen, okay. Ich hab nichts gemacht. Geh weg, ey. Geh dir in die Hose scheißen oder wohin du auch immer. Ja, ja, geh weg. Hallo. Wo ist denn hier ein Kampf? So. Perfekt. Bleibt unsichtbar. Wenn ihr Renard seht, packt ihn euch. Zum Beobachtungspunkt gehen, machen wir doch. Wenn wir jetzt folgen, oder was? Wo ist Renard? Er schickte mich. Habt ihr es? Genau hier. Lasst mal sehen. Monsieur Renard lässt grüßen und hofft, dass ihr nächstes Mal einen besseren Spion schickt. Was? Oh, tot. Wieder lustig.
Er sticht ja unseren Freund einfach mal. Ja, egal. Passiert, wa? Haben wir dich. Bürschchen. Wo ist Renard? Ganz nah. Doch sein Versteck ist eine Festung. Ihr kriegt ihn nie. Das höre ich oft. Ach, beinahe der alte Schwuppe. Den machen wir jetzt mal fertig. Den machen wir fertig. Also fick und fertig machen wir den. Hui. Was machst du da, Jung? Muss ich nicht verstehen, oder? Ich denke nicht, ja. Aber egal. Ist hier drin. Hier unten direkt. Ach, das Haus. Kann ich nicht irgendwie eliminieren, oder? Ja. Hätte ich gekonnt. Wäre schnell genug gewesen. Kommt doch wieder. Eliminieren. Weg mit dir. Eins. Zwei. Drei. Weg. Das war cool, ey. Das war eiscool, war das, ey. Oder cold as ice, wie man gerne will. So, Renna, hier kommt das Vögelchen. Hallo, Renna. Tschüss, Renna. Renate. So, wir sollen aus dem Gebiet fliehen und dann haben wir es geschafft. Aber vorher plündern wir ihn natürlich. So. So. Mission geschafft. Wir kriegen sage und schreibe 25.000 Florin oder was das auch immer ist. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich vom Part 28. Ich hoffe, es hat euch gefallen, die Café-Theater-Mission. Die haben mir auf jeden Fall sehr Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch. Erschert euch nicht, dass ich nachkommentiere. Aber wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Ihr seht wahrscheinlich jetzt kein Bild, sondern einen schwarzen Bildschirm. Weil ich das Video so geschnitten habe. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns dann im nächsten Part, Part 29, regulär wieder. Da habe ich regulär weiter die Story aufgenommen. Aber, ja. Es wird, wie schon im letzten Part, wird noch Infovideo kommen, wie es ungefähr weitergeht. Aber bis dahin sage ich, ja, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Part. Haut da rein und tschaußen.